Ich grüße euch alle recht herzlich. Wir haben Pfingsten. Aber was weiß man darüber? Ist Pfingsten ein geheimnisvolles Fest? Jeder weiß, was an Weihnachten und zu Ostern passiert. Aber wer kennt die Hintergründe und den Sinn zu Pfingsten? Eine Forsa-Untersuchung ergab vor Jahren bei 500 Leuten, dass nur die Hälfte der Befragten die Bedeutung von Pfingsten kennt. Dabei ist bei den Christen neben Weihnachten und Ostern das Pfingstfest eines der drei großen Feste. Pfingsten gilt als Geburtsstunde der christlichen Kirche und als Beginn der Missionierung. Missionierung ist der Kern des Pfingstfestes, die von den Jüngern unter Feuerzungen begonnen wurde. Der Begriff Pfingsten kommt aus dem griechischen Pentekoste und bedeutet 50er. Es bezeichnet den 50. Tag nach Ostern. Variiert fällt dieser Termin zwischen dem 10. Mai bis zum 13. Juni. Eigentlich war Pfingsten ein jüdisches Erntedankfest und wurde erstmals im 4. Jahrhundert als ein christliches Fest erwähnt. Die Bibel beschreibt, dass das Wunder von Pfingsten als Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger geschah. Bei Beginn der Missionierung bildet der Heilige Geist zusammen mit Gott und Jesus die göttliche Dreifaltigkeit. So hat Gott den Jüngern den Auftrag erteilt, die Taten und die Worte seines Sohnes bei den Menschen am Leben zu erhalten. Deshalb gingen die Jünger hinaus in die Welt, den christlichen Glauben zu verbreiten. Und als Erinnerung daran feiert man Pfingsten in den christlichen Gemeinden mit Festgottesdiensten in den Kirchen, aber auch unter freiem Himmel. Ursprünglich wurde das Pfingstfest 8 Tage lang gefeiert. Heute hat man dies auf 2 Tage reduziert, den Pfingstsonntag und den Pfingstmontag. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Morgen, meine Lieben, am Pfingstmontag, erkläre ich euch, wie die Jünger den Heiligen Geist empfingen, mit der Aufgabe, das Wort Gottes in die Welt zu tragen. Seid gespannt. Also, bis morgen, meine lieben Freunde. Eure Deria.